Okay. Mit welchem Team fangen wir an, André? Wir fangen an mit dem Projekt Peacefinder. Kommt bitte nach vorn. Habt ihr technisch noch was aufzubauen? Ja, ein Applaus. Euer Applaus verdient. Ihr wisst, wo ihr hier stehen könnt, um im Bild zu sein. Ja? Okay. Wir bauen auf. Das Team stellt sich übrigens gleich selber vor. Es gibt noch eine Präsentation, die kurzfristig dazugekommen ist. Gerolf, wer fängt an? Okay. Ja, hallo, wir sind das Team Peacefinder. Und rechts von mir findet ihr Gerolf. Gerolf hat sich mit dem Frontend im Web beschäftigt. Basti und ich haben zusammen mit uns mit den Daten auseinandergesetzt. Und links von mir findet ihr dann noch Matti und Anton. Und die zwei haben sich mit Alexa als zweites Frontend beschäftigt. Und unser Ziel war es, grüne Plätze, ruhige Plätze in einer Stadt zu finden, weil die Städte immer schneller werden und man immer mehr Schwierigkeiten hat, ruhige Plätze zum Seele baumeln lassen und zum Entspannen zu finden. Und uns genau, es genau darum geht, dieser beschleunigten Welt entschleunigte Orte zu geben und so die Welt besser zu machen. Wir haben uns jetzt hauptsächlich mit der Stadt Rostock beschäftigt, weil wir dazu sehr viele Daten in der Datenportal von der Hansestadt Rostock eben gefunden haben. Als positive Daten, wo man eben gerne sein will, haben wir zum Beispiel die Bänke, Parks und Bäume verwendet. Und als negative Plätze, wo man eher ungern sein will, ist in der Nähe von Baustellen und Hundetoiletten. Diese Daten haben wir für Gerolf so aufbereitet, dass er die verwenden kann. Zum Beispiel haben wir Plätze zu Punkten verarbeitet in einem JSON-Framework, in Python zu GeoJSON-Daten so verarbeitet, dass er Gerolf die als Heatmap in der Karte darstellen kann. Genau. Oh. Die Daten sind dann im Browser als Heatmap visualisiert. Dort kann man auch in den Optionen auswählen, welche Datensätze einem besonders wichtig sind. Und ja, hier die besonders grünen Punkte sind zum Beispiel besonders schön zum Gedanken baumeln lassen. Oder hier die roten sind Störfaktoren, wie zum Beispiel, das sind alles Baustellen und das Kindereinrichtungen. Ja, tatsächlich können die auch mal lauter werden. Dementsprechend dachten wir uns, wenn man Ruhe haben möchte, sucht man sich vielleicht so einen grünen Fleck, wie hier zum Beispiel, wo nicht so viel in der Nähe ist. Genau. Und dann kann man hier einfach... Oh. Achso. Oh. Okay, ja. Dann gehe ich einmal weiter an die Alexa-Gruppe. Achso, noch kurz dazu, das ist alles mit OpenLayers und OpenStreetMap gestaltet. Beides Open-Source-Programme, genau, und da sind diese ganzen Optionen als Layer übereinander gestapelt. Genau. Ja, wir haben uns damit beschäftigt, dass wir über Alexa abfragen können, in welchem Stadtteil es die bestimmten Orte gibt und wo die zu finden sind, also nicht direkt wo, aber... Es ist gesagt, welche Orte das sind, und wir haben auch ein paar Testfragen, die wir jetzt Alexa stellen werden. Alexa, frage Peacefinder Rostock nach einem schönen Ort im Stadtteil Südstadt. Darauf habe ich leider keine Antwort. soll ich noch? Okay. Alexa, frage Peacefinder Rostock nach einem schönen Ort im Stadtteil Südstadt. Die schönsten Orte im Stadtteil Südstadt sind der Kringelgraben, Bistro und die Mensa. Wow.
Genau, ich habe das gleiche dann auch nochmal mit Warnemünde gemacht. Und wenn es jetzt klappt, sollte es funktionieren. Und Alexa, frage Peacefinder Rostock, wo ein schöner Ort im Stadtteil Warnemünde ist. Ist ja. Stopp. So, nochmal. Alexa. Achso, ja. Alexa. Frage Peacefinder Rostock, wo ein schöner Ort im Stadtteil Warnemünde ist. Die schönsten Orte im Stadtteil Warnemünde sind der Kurpark, der Stefan-Jansen-Park, die Seepromenade und der Strand. Wir wollen uns auch nochmal bei den Mentoren, die uns unterstützt haben, bedanken. Einmal bei Jasse, bei Hannes, Sebastian und Johannes. Vielen Dank. Okay, dann packt zusammen und kommt einmal zu mir, bitte. Genau, und als nächstes ist das Team von Who Knows Me. Ihr könnt es gerne schon mal einrichten. Erste Frage. Die Daten, die ihr benutzt habt, ihr habt gesagt, ihr habt die aus Rostock benutzt, weil es da ein Datenportal gibt, wo ihr die gefunden habt. Könnt ihr erklären, was das für ein Datenportal ist? Das ist das OpenMail-Data-Portal von Rostock. Die stellen da sehr, sehr, sehr viele Datensätze bereit zu Baustellen, zu den Bänken in Rostock und auch viele Datensätze zu den Wahlen in vielen Formaten, die maschinenlesbar sind und mit denen man auch in Tabellen darstellen kann und das gut nachvollziehen kann. Danke. Ihr habt gesagt, ihr habt Code oder Bibliotheken benutzt, die selbst unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Ist euer Code auch unter einer Open-Source-Lizenz im Internet zu finden? Auf jeden Fall. Also den kann man auch unter GitHub finden. Da ist die Lizenz ja auch beschrieben. Genau. Und da kann das jeder frei verwenden, auch weiterverwenden, ohne Bedenken. Vielen Dank.